Hallo, 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 hier ist wieder Shogi Manoki, New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und der Typ, der da so kichert, das ist der Mark Hagenbeck. Ich weiß noch nicht, warum er kichert, aber er wird es bestimmt irgendwann mal verraten. Ja. Vielleicht nicht heute, aber hallo. dann später mal. Ja. Oder ich fand es nur witzig, weil ich gerade noch hier unterm Tisch beschäftigt war und du schon reingekommen bist. Ich weiß, was du unterm Tisch da machst, ist doch wurscht. Nichts Schlimmes. Ja. Am 25. Juli haben wir wieder ein Geburtstagskind. Heute ist ein Geburtstagskind irgendwo am Start. Und welches berühmte ist es? Ja, das ist heute ist es die Louise Joy Brown. Die hat heute Geburtstag am 25. Juli 1978. Wer ist das? Das fragst du dich jetzt, ne? Ja, sag mal. Louise Joy Brown ist das erste Retortenbaby der Welt. Ach so. Das erste außerhalb des menschlichen Organismus gezeugte Lebewesen. Im Reagenzglas quasi. Künstliche Befruchtung. Flubi, genau. Flubi. Okay. Louise Joy Brown. Louise Joy Brown. Genau. Okay, alles klar. Ja. Genau. Ja. Und am 25. Juli 2000 ist die Concorde abgestürzt in Paris. Ja, dabei sind 105 Menschen gestorben. Und seitdem ist, glaube ich, die Concorde nicht mehr am Start. Die ist danach nicht mehr geflogen. Ja, 2000 ja, ist sie dann halt irgendwie runter. Und das war es dann irgendwie mit der Concorde. Da hat man gesagt, nee, Concorde ist veraltet. Oh. Das war doch diese mit der Spitze so. Ja, ja, ich weiß nicht. Ich hatte die sogar als Modellflugzeug, also als Bausatz hatte ich die mal sogar. Mit dieser abgeknickten Schnauze. Natürlich. Oh. 25. Juli. Was haben wir noch? Wir haben einen Kinostart in Deutschland vom 25.07.1963. Welcher? Cocktail für eine Leiche. Kennst du den? Nee. Cocktail für eine Leiche ist ein Alfred Hitchcock-Film. Und das doch, den heißt im Original The Rope, glaube ich. Alles klar. Cocktail für eine Leiche. Richtig. Das ist wirklich, ich kenne den, das ist dieser Film, der wurde, das war damals eine Neuheit eigentlich beim Filmedreh, das wurde in einem Take durchgedreht. Nein, in zwei. Es gibt einen Schnitt bei der ganzen Geschichte. Okay, okay. Das ist dann irgendwie, da wird es mal kurz... Schwarz. Genau. Schwarz, weil er dann irgendwie den Rücken eingeblendet hat. Ja, ja, richtig, genau. Und da machen die den Schnitt, genau. Und da wird ein Schnitt gemacht. Aber es wirkt, als wäre es halt ein Schnitt. Also es ist wie so ein Kammerspiel. Also im Prinzip ist es One Take. Wir, genau, One Take im Prinzip. Und die Leiche befindet sich... Wer es gucken möchte, ich darf wahrscheinlich nicht spoilern, ne? Wieso? Das wird ja von Anfang an gesagt. Ist es von Anfang an gesagt? Es ist schon so lange her. Ja, also die Leiche befindet sich irgendwie in einer Kiste, die als Tisch dient. Das ist die ganze Zeit klar, dass die Leiche da drin ist. Ach, das ist die ganze Zeit klar. Ich hab's gar nicht mehr so. The Rope deswegen, weil, glaube ich, irgendwie das Seil, mit dem die Leiche umgebracht worden ist, da rausguckt. Da irgendwie rausschaut. Ah, ja. Und da ist so eine Cocktailparty. Genau. Es ist ein Professor, der wird von seinen Studenten eingeladen. So, und sie wollen ihm beweisen, dass das perfekte Verbrechen möglich ist. Ah, okay. So. Und innerhalb dieser Cocktailparty, also sie machen so ein paar Anspielungen, weil sie natürlich so eitel sind, dass sie es natürlich schon so ein bisschen pushen wollen. Innerhalb dieser Party findet er heraus, dass da ein Verbrechen passiert ist. Ah, genau. Ich glaube, so war es. Genialer Film. Mit dem James Stewart war das, glaube ich. Ja, ne? Richtig. Damals richtig. Eine Riesennummer, James Stewart. Ja, der hat Schwarz-Weiß-Film damals. Ganz viele Filme gemacht. Dann. Genau. Das war am 25. Juli, aber am 25. Juli 1992 wurden die, wie vielten? 25. Olympischen Sommerspiele in Barcelona. Barcelona. Barcelona von Don Juan. Von wem? Von König Juan Carlos I. eröffnet. Juan. Du musst so Juan. Juan Carlos I. Juan. Ja. Si. Das war der 25. Juli. Wir sagen Cheerio, Miss Sophie. Wir sehen uns morgen wieder am 26. Juli. Macht's gut.